Herzlich willkommen zurück. Euer Rübel Kaiser ist wieder am Start. Und wir haben ein paar Lüslein. Flüssiges Gold, Casino Palace XXL und zweimal die Schatzsuche. Ich sag, wir fangen mit einer Schatzsuche an und gehen dann einfach mal weiter oder so. Wir fangen natürlich beim Start an. Wir müssen natürlich runter und dann auf beide Seiten. Dann gehen wir erstmal nach rechts, dann nach unten, dann nach links, dann wieder nach unten, dann weiter links. Weiter links. Runter. Rechts. 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 Hoch. Rechts. Und dann rein ins X. Da war wohl nichts. Vielleicht auf der linken Seite aber. Hoch. Rüber. Rüber. Runter. Und auch ins X. Na, schade. Probieren wir es im großen flüssigen Gold XXL. 250.000, die 1000, die 250.000, die 10, 50, 50 und die 10.000. Aber leider nicht dreimal, schade. Vielleicht im Spiel Nummer 2, die 50, die 100, die 5, 250.000, die 25 und die 5. Wir haben ja aber leider keine 9 Gewinnzahlen, sondern nur 8. Ganz eigen dieses Los, ganz eigen. Die 5, die 10, die 50. Die 5, die 10 und die 50 zweimal, zweimal die 10, zweimal die 5. Naja, triggern kann man auch anders, sage ich dazu. Triggern kann man auch anders. Vielleicht im Bonusspiel. Wir suchen dreimal den Barren oder dreimal das Münzsymbol. Münze, Münze, ah Mensch. Münze, Barren, Münze. Eine Niete. Schon die zweite an diesem Tag. Vielleicht im Casino Palace dafür aber. Schauen wir mal, wir suchen die 28. Da oben ist noch der QR-Code. Die 29 knapp daneben. Ist auch vorbei. Die 6 brauchen wir auch nicht. Die 35 leider auch nicht. Die 23. Ja. Yeah. Oh, das Casino-Symbol hätten wir auch. Gut zu wissen. 17. Die brauchen wir auch nicht. Die 14. Leider auch nicht. Und 22. Nichts getroffen. Vielleicht im Würfelbärchen-Spiel. Was haben wir denn hier? Die 3 und die 1. Die 6 und die 4. Die 5 und die 5. Okay. Bin ich mal gespannt. Die 5 und die 5. Wir haben was getroffen. Wir nehmen aber die andere Münze. Weil die rubbelt, glaube ich, ein bisschen besser. Sollen wir schon aufrubbeln oder noch erst den Rest angucken? Ah, ich schaue erst den Rest. Wir suchen dreimal das gleiche Kärtchen. Na? Hier wohl nicht. Vielleicht hier unten. Es lässt sich ein bisschen schwer rubbeln. Melone, Melone. Hufeisen. Nein. 7, 7. Okay. Es wird interessant. Wir haben nur einen Gewinn. Wo haben wir eigentlich unsere Dingszahl? Wahrscheinlich irgendwo da oben. Unteren Doppel 5 verbirgt sich. Ah, 5 Euro. Ah, da haben wir auch die Zahl. Die habe ich nämlich gesucht. Naja, wir haben aus dem 10 Euro los 5 Euro rausgerubbelt. Naja, vielleicht kann die Schatzsuche uns ja rausreißen. Runter, nach rechts, nach oben, nach rechts, nach links, dann nach unten, nach links, dann wieder hoch, dann wieder runter, dann nach links, dann nach unten, beide Seiten. Gehen wir erstmal auf die rechten Seite weiter, runter, runter, rechts, rechts, nur 6 Euro, besser als nichts, sage ich dazu. Links, hoch und ins X. Das ging aber schnell, ne? Schade. Aber 6 Euro. QR-Code und die Nummer. Die bräuchte ich mal. Sehr schön. Haben wir 11 Euro rausgerubbelt. Ist nicht so der Hype des Tages, aber hey, immerhin etwas. Du.